Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte jetzt mal ein kleines Video zu dem Thema machen, wie equippe ich einen Champion, was ist wichtig dabei, worauf muss man achten und so weiter. Ich habe mir gestern einen schönen hingebaut, den ich eh equippen will. Von dem her schauen wir uns den jetzt mal an. Ich habe mir gestern den Angar gebaut, ist halt noch nicht gebuckt und hat auch noch keine Fähigkeiten freigeschalten, aber generell gehen wir mal das Thema Equipment an, schauen da mal ein bisschen drauf. Genau. Also, es ist ja immer so, es gibt zwar immer die Bezeichnung zum Beispiel hier oben LP Champion, das bedeutet aber nicht zwingend immer, dass die dann zwingend LP brauchen oder, je nachdem. Ich gehe mal ganz gerne nach den Fähigkeiten, was kann ein Champion, was braucht er, ich erkläre dann dazu auch ein bisschen was. Also wir schauen mal, auf seiner A1 hat er, greift einen Gegner zweimal an, verleiht einen Zusatztreffer, weil ein Gegner über einen provozierenden Debuff verfügt. Ja. Der Schaden ist basierend auf LP, wie man hier sieht. Ja. Das heißt, ich muss ihn provozieren irgendwie setzen. Für provozieren brauche ich Genauigkeit. Damit er Schaden macht, brauche ich LP. Die A2 greift alle Gegner an, verleiht ihnen für einen Zug provozieren. Das ist das. Das ist super. Das heißt, hierfür brauchen wir schon mal Genauigkeit. Verleiht allen Verbündeten für zwei Züge 30% Schadensreflexionsbuff. Verleiht diesem Champion zudem für zwei Züge Gegenangriffsbuff. Wieder Schaden basierend auf LP. Also wir wissen, wir brauchen Genauigkeit für das Provozieren, damit das schön sitzt. Und wir brauchen LP, um Schaden zu machen. Das heißt natürlich auch Crit-Quote, Crit-Damage. Ja, LP, Crit-Quote, Crit-Damage und Genauigkeit. Seine passive Fähigkeit hat, wann immer ein Gegner mit einem provozierenden Debuff angreift, eine Chance von 40%. 40% ihm für einen Zug einen provozierenden Debuff zu verleihen. Jeder erlittene Treffer reduziert den erlittenen Schaden um 5% bis zu 30%. Also wir brauchen Genauigkeit, Crit-Quote, Crit-Damage und LP. Dann schauen wir doch mal. Ich fange eigentlich ganz, ganz gerne meistens so mit ein bisschen den Stiefeln an. Ich schaue mal so ein bisschen rein. Vielleicht habe ich, also ich gehe auf Stiefel und dann schaue ich nach den Oberwerten. Ja. Ich schaue ganz gerne mal, was ich habe an GSW, damit sie ein bisschen Geschwindigkeit reinkriegen. Wir haben ja Angriff, Crit Damage drauf. Er hat zwar GSW, ist ein 6 Sterne, aber die Unterwerte gefallen mir nicht so. Weil die Artefakt-Set ist schön. Ich gehe nicht immer zwingend auf Artefakt-Sets, aber ich schaue halt schon, dass ich sie im Primären hinkriege. Dann haben wir hier GSW, Angriff, vielleicht LP-Prozent, Crit Damage-Prozent ist ein guter Wert. Den steigern wir jetzt mal bis 12, schauen mal rein, weil wir haben ja bei 4, bei 8, bei 12 einen Upgrade. Das heißt, wir schauen mal, wo die ersten drei reingehen. Und dann schauen wir mal, ob wir den benutzen können. Ja, wir sind zweimal auf Angriff Flat, einmal auf Crit Damage gekommen. Ist jetzt suboptimal, ist nicht der perfekte, beste Schuh. Ich rüste ihn jetzt einfach mal erst einmal aus. So, dann haben wir hier die Body. Bei der Body möchte ich natürlich schauen, dass ich eine LP-Body habe. Damit ich einfach auch den LP-Wert schon hochkriege. Ja, ich habe ein paar zur Auswahl, dann gehen wir mal auf die Unterwerte, wir schauen mal, haben wir was mit Crit-Quote und Genauigkeit, da hätten wir die hier, die hat Genauigkeit, Crit-Quote und Defense-Prozent, ist aber wieder ein 4er-Set-Bonus. Ja. Schauen wir mal ganz kurz, wenn wir ohne Genauigkeit haben, haben wir die hier noch, LP, zweimal Defense-Prozent, Crit-Quote, Angriff, Widerstand ist mit drauf, wäre schön, wenn das in die Crit-Quote gegangen wäre, naja. Nehmen wir mal Crit-Quote runter, schauen wir mal, was wir mit GSW haben, haben wir nichts. Der Set-Bonus hätte noch, aber da sind die Unterwerte nicht so toll. Finde ich, ist es dann meine Meinung. Der LP mit Genauigkeit, na, schauen wir uns mal hier an, bis 12, 12 ist nicht so teuer. Schauen wir mal, wo es hingeht. Angriff-Prozent, Angriff-Flat, LP-Flat, nicht gut. Nein, die gefällt mir gar nicht. Die hier könnte vielleicht noch interessant sein, wenn es in Crit Damage und in Widerstand reingeht. Ja, dann wäre die vielleicht noch ganz interessant. Ja, okay, die ist gut. Also die finde ich zum Beispiel ganz gut. Die werde ich ihm anziehen. Warum ziehe ich sie ihn an? Wenn ich noch ein zweites Set-Teil bekomme, habe ich nochmal plus 40 Genauigkeit und nochmal 5% GSW. Okay, haben wir. So, dann schauen wir mal auf die Handschuhe. Handschuhe würde ich gerne wieder LP haben. Schauen wir mal, ob welche haben mit Crit-Quote als Unterwert haben wir. Schauen wir mal hier, was haben wir hier? LP, Crit, Quote, LP, Flat, Defense, Flat, ein bisschen schlecht. Hier hätten wir LP, Prozent mit Genauigkeit, Crit, Quote und Angriff. Die schauen wir uns an. Gehen wir wieder bis auf 12.
gucken, was passiert. Ja, ist natürlich zweimal ein Angriff pro Zelle. Schöne Handschuhe, aber nicht das Richtige für uns. Ja. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Hier haben wir noch Genauigkeit, Crit-Quote, Crit-Damage, starker Handschuh. Ja. Aber jetzt gucken wir mal was anderes. Vielleicht baue ich ihn ein bisschen anders. Ich möchte ja die Crit-Quote noch oben haben. Jetzt gehen wir mal her und schauen uns mal die Crit-Quoten-Handschuhe an, die wir haben. Weil wir wollen ja auch zum Beispiel noch, hier haben wir Angriffprozent und Widerstand drauf, ist nicht ganz so toll. Das Set wäre noch interessant, aber hier haben wir leider Flat und Flat getriggert, auch schade. Ja. Wir haben immer noch andere Möglichkeiten reinzuschauen. Wir hätten hier zum Beispiel noch Crit-Quote, Defense, LP-Prozent, Crit-Damage, Widerstand, ist nicht schlecht. Schauen wir mal, wo die Reise bei dem Handschuh hingeht. Leider zweimal in Defense Flat, ist also auch nicht ganz so optimal ausgegangen. Ich fand den hier eigentlich ganz gut, ne? Aber der hier wäre natürlich, dann hätten wir auch gleich den Z-Bonus. Also schauen wir uns nochmal an, wo die Reise hingeht. Wir gehen bei 12, ich will den dritten Wert sehen. Defense Prozent, zweimal Widerstand. Ist nicht, also ist alles andere als ein optimaler Handschuh, aber wenn ich ihn jetzt anziehe, seht ihr auf der rechten Seite die Wertesteigerung. Ich kriege ESW dazu durch den Z-Bonus, ich kriege Crit-Quote dazu, ich kriege Genauigkeit dazu, ich rüste ihn aus. So, geh mal raus. So, bei Schildern, wir haben die Thematik, ein Schild kann keinen Angriff drunter haben, das heißt, ich möchte als Unterwert auf jeden Fall LP-Prozent haben, weil wir brauchen LP-Prozent. Ja, da müssen wir, das müssen wir immer bedenken. Immer noch sorry, ich bin ein bisschen krank. Oh, Steinhaut ist natürlich interessant. Defense, LP, LP, Widerstand und GSW. Hier kriege ich als ein Setstück schon LP-Prozent dazu. Verbessern. Wir schauen uns an, wo die Reise bis 12 hingeht. Ja, zweimal LP-Prozent, einmal LP-Flat. LP-Flat erhöhter Wert. Schild anziehen. Wunderbar. So. Ja, Helm das gleiche und ich möchte auch Waffe das gleiche haben. Als Unterwert möchte ich gerne LP-Prozent haben. Wir haben jetzt 30, 40, 40, 50, 54% Crit-Quote. Es wäre also schön, wenn wir als Unterwert Crit-Quote noch mit drin hätten. Ja, und dann vielleicht, nochmal ein Set-Bonus. Sowas zum Beispiel wie hier wäre schön. Ja. Das ist eine super Waffe. Ja. Der Helm jetzt noch Widerstand kriegt Quote LP Prozent, dann würden wir als Z-Bonus nochmal LP E 10%, Defense 10% dazu bekommen. Ja, das wäre natürlich super. Ja, da schauen wir jetzt nochmal rein. Was haben wir hier? Nein, der ist schon gut. Also ausrüsten, dann bringen wir den wieder mal auf 12. Ich bringe viele Items am Anfang erstmal nur auf Stufe 12. Um erstmal zu gucken, wo es hingetriggert. Crit-Quote und LP-Prozent. Super, perfekt. Ausrüsten. Wir haben den Z-Bonus nochmal mitgenommen. Also die zwei Z-Bonus, also den Z-Bonus oben, den Z-Bonus unten. Wir haben hier, die Items können noch nach oben. So, jetzt können wir noch die Ringe anschauen. Ich schaue natürlich jetzt, was wir haben. Wir wollten eigentlich LP haben, vielleicht. Ja, gucken wir mal hier runter. LP, LP-Prozent. Ja, der ist. Vielleicht gibt es aber noch bessere. Mal schauen, ob ich was liegen habe oder nicht von LP. LP mit Angriff, Defense, Defense. LP mit LP. Er ist zweimal auf Angriff flat gegangen. LP dreimal Defense flat gegangen. Also, dann schauen wir uns mal noch an. Wenn hier noch was in LP Prozent reingehen würde, wäre es halt schön. Ich gehe wieder nur bis auf 12. Das sind die günstigsten Sachen. Ja, er ist zumindest einmal auf LP gegangen. Der wäre gar nicht so verkehrt. Der S hat halt kein LP drinnen. Der hat eine LP Flat drinnen, aber ist auch ein Angriffsring. Das heißt, wir werden auf den oder den gehen. Jetzt schauen wir uns die Werte an. So, da geht das Leben hoch um 3700, hier um 5000. Ja, also klare Entscheidung. So, bei den Halsketten ist es immer so, und das ist halt einfach die Thematik. Ich habe jetzt ganz kurz, ich habe Crit Damage, Crit Quote habe ich 70, 80, 90, 93, was ich schon gut finde. Der Crit Damage ist leider sehr niedrig, dadurch, dass ich einen Crit Quoten Handschuh spielen musste. Also,
bei den Halsketten ist die beste Halskette für Damage ist einfach die Crit Damage Halskette. Und deswegen schauen wir jetzt auch hier, ob wir eine Crit Damage Halskette haben. Hier hinten haben wir eine. Ja, ist die Entscheidung eh durch. Ich hätte zwar hier noch eine LP, aber wie gesagt, Crit Damage ist besser. Hoffen wir mal ein bisschen auf Gen und Widerstand. Wir gehen wieder nur bis zu 12 hoch. Zweimal ein Widerstand ist gut. Widerstand ist dafür da, dass ihr im Endeffekt, wenn der Gegner euch einen Debuff verleihen wollt, dass ihr widersteht. Ja, also nicht verkehrt, dass das gerade getriggert ist. Getriggert bedeutet, dass der, ich glaube, der 4er und der 8er Wert waren es. Beim 4 bekommt man ja einmal plus 1 bei 8, bei 12 und bei 16. Je nachdem von den Wertigkeiten der Items, bei Blau schaltet sich bei 12 eine neue Fähigkeit frei, bei 16 eine, bei Episch schaltet sich bei 16 eine frei und Legendary Items haben ja 4 Fähigkeiten, das heißt, sie werden immer gesteigert. Aber jetzt rüsten wir die Halskette aus. So, jetzt haben wir noch die Thematik Banner. Die 152 Genauigkeit, die er hat, sind noch nicht genug. Das heißt, ich schaue, klar, ein LP-Banner wäre sicher schon mal schön, um Schaden nochmal zu steigern, aber wir schauen jetzt nach, ob wir einen Genauigkeitsbanner haben. Wir haben hier eins, Genauigkeit, hat LP% drauf, hat GSW dran, ist zwar leider zweimal in Defense getriggert. Wir gucken mal nochmal durch, ob wir noch eins haben. Das wäre interessant, dass wir schauen hier an, wo die Reise hingeht. Ja, perfekt. Zweimal LP%, einmal GSW. Genauigkeit bringe ich hier, das Item bringe ich auf 16, weil ich will einfach die maximale Genauigkeitswert von 96 haben, damit meine provozierenden Debuffs schon mal so sicher wie möglich sitzen. Ich habe noch als vierten Wert Angriff Flat dazu bekommen. Flat bedeutet also ohne Prozent. Ist jetzt nicht das Wichtigste, aber wir nehmen es mit. So. Die Items sind wie gesagt auf 12, die sind noch nicht gelevelt, das sind bisher meine Werte. Ich habe 157 GSW, das ist relativ langsam, kann ich noch mit Glyphen arbeiten. Die 93% Crit-Quote sind okay, 115 Crit-Damage, wie gesagt, ist leider niedrig, weil ich die Crit-Quoten-Handschuhe drin habe, damit ich kritische Treffer lande. 64.900 Leben, ohne dass die Items auf Max-Level sind, ist okay. Damit kann ich gut arbeiten. Und wir haben eine Genauigkeit von 248. Kann ich auch noch über die Glyphen verbessern. Ja. Items erhöhen sich dann auch nochmal, je nachdem, welche Fertigkeiten man zum Beispiel nimmt später. Man kann ja, hier habe ich nochmal Max LP zum Beispiel. Ich habe, ich weiß nicht, was es ist. Steigert die Genauigkeit um 20, wenn dieser Champion über keine Fähigkeiten in der Uplink-Zeit verfügt. Wir haben, nein, den soll ich nicht, wo ist er? Genau, hier, Stahllegende steigert die Basisgrundwert aller Boni-Sets, welche die Basiswert erhöhen um 15%. Die Steigerung ist multiplikativ, nicht additiv. So, das heißt nochmal, wir haben ja hier Sets drinnen. Zum Beispiel Steinhaut-Sets, ein Stück, 8% Leben ist ein Basiswert. Wir haben hier Basiswert Wahrnehmung, Gen und GSW. Und wir haben hier LP%, Defense%. Und das sind halt nochmal Werte, die dann nochmal nach oben gehen. Also das darf man nicht vergessen. So, jetzt gucke ich aber nochmal ein bisschen drüber. Ich möchte ja ganz gerne einen guten Schaden raus haben und Genauigkeit. Ich habe hier LP%. Das heißt, das ist ja einer der Hauptschadens. LP ist ja mein Hauptschadensgeber. Das heißt, ich bringe den jetzt auf 16 hoch. Nochmal Defense%, nochmal ein bisschen Schadensreduzierung dazu bekommen, das ist okay. Dann möchte ich gerne nochmal den Helm, der hat nämlich auch LP, ja, den möchte ich auch gerne nach oben bringen. Ja. Ah, Angriff%, nicht ganz so, was ich wollte, aber okay, müssen wir mit leben, nehmen wir mit. Ich möchte ihn gerne noch etwas schneller haben, das heißt, ich werde jetzt den Schuh noch nach oben bringen. Ja, haben wir auch wieder Angriff%. Triggert halt leider nicht optimal, aber das ist ja, passiert ja.
So, und jetzt haben wir halt nochmal die Thematik. Wir können natürlich nochmal schön Glyphen setzen auch, die uns natürlich auch nochmal einen guten Boost bringen werden. Also wir sind jetzt bei 70.000, 173, 93, 115. Wie gesagt, der kann gesteigert werden. Wir haben ein bisschen Widerstand, was nicht verkehrt ist. Wir haben 248 Genauigkeit. Die Debuffs sollten ja eigentlich sitzen mit ihm. Das passt sich also auch soweit. Jetzt gucken wir mal noch bei den Glyphen durch ein bisschen. Wir sind nicht im CVC, das heißt, ich werde keine Max-Glyphen, die ich soweit habe, einsetzen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal nur ein bisschen auf die kleineren Glyphen, um euch da ein bisschen was zu zeigen. Hier 4-Sterne-Glyphe, 1-4% LP-Prozent. LP, wisst ihr, unser Haupt-Damage-Wert. 2, ich möchte gerne eine 3 haben. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich habe ein paar Glyphen. 4% Max-Wert, wunderbar. Wir wollen seine Geschwindigkeit nochmal erhöhen. Wir gehen mit einer 4er-Glyphe rein. Ja, wunderbar, hat sofort gezogen. Ja, nächstes Item. Gehen wir, machen wir das gleiche. Wir können den Widerstand noch mal ein bisschen erhöhen. 4 bis 7. Eine 6 wäre toll. Ja, eine 4. Toll. 5. Passt, LP Prozent. 4 wären wieder Optimum. Würde ich nehmen. Mhm. Wunderbar. Angriff Prozent finde ich jetzt bei ihm nicht so wichtig. Spare ich mir das Silber. So, wir gehen ins Schild rein. Auch wieder. MGSW 4. Bitte. Jawohl, hat beim ersten Mal funktioniert. LP Prozent 4. Ja, 3. Wir nehmen die 3. Ist alles gut. LP Flat. Haben wir jetzt seit 175 bis 375. Die 375 wären natürlich ideal, finde ich. Ja, 175 ist der niedrigste Wert. 225. Aber es geht noch besser. 325 nehmen wir. Dann packen wir uns nochmal wieder ein bisschen Widerstand drauf. 4 bis 7. 5. Schauen wir mal, ob wir noch die 6 in 3 versuchen hinkriegen. Ja, da haben wir doch die 6 noch. Gut, nehmen wir mit. Dann gehen wir in die Handschuhe rein. Die Handschuhe, Angriff will ich nicht, Widerstand packen wir wieder rein, 4 bis 7, ja, gleich eine 7. Defense nehme ich mit, das ist auch Defense Prozent, vielleicht kriegen wir eine 4 hin, ne 4 Hammer, wunderbar, lassen wir. Ja. Bei der Body gehen wir wieder rein, Angriff lasse ich aus, Widerstand 4 bis 7, eine 5, wir machen nochmal 3 Versuche, wunderbar, 7, perfekt geklappt, Defense Prozent. 4%, perfekt. Die Schuhe gehen wir rein. Angriff lasse ich wieder aus. LP Prozent, 4% möchte ich gerne haben. 3% nehmen wir, sind wir zufrieden mit, ist okay. Angriff Prozent lasse ich liegen. Nehme ich nicht mit. So, hier haben wir wieder Defense, ist aber als Flatwert, also 8 bis 20 möchte ich schon gerne mitnehmen, eine 20 gibt er sofort, wunderbar. Angriff lasse ich liegen, LP, wir gehen wieder auf die 4%, 3 oder 4. 2 ist mir zu wenig, 3 oder 4, Versuch 1, Versuch 2 geht auf die 3%, lassen wir. Hier packen wir wieder Widerstand rein, um gegnerischen Debuffs zu widerstehen. Wir haben aber 4 bis 7, eine 4, 3 Versuche geben wir. Wir haben eine 5, 1, wir haben eine 7, wunderbar, passt. Genauigkeit, wir steigern nochmal unsere Genauigkeit, 4 bis 7, um unser provozieren Debuff, den der Champion ja macht, auch zu platzieren. Also 4 bis 7, 7, idealer Wert, Angriff flat lasse ich aus. So, und dann gehen wir nochmal hier in die Verzauberung rein. LP Prozent. 4% perfekt. Defense. 2% ist mir ein bisschen wenig. 3 Versuche. 1. 2 ist gleich auf 4%. Wunderbar, passt. GSW. 1 bis 4. Nochmal 3 Versuche. 1. 2 auf die 4. Perfekt. Und den Flatwert lassen wir aus. So. Ja. Champion ist equipped. Ich kann noch während die Events kann ich noch die Items auf die 16 hochbringen. Das wird noch interessant, das Schild. Wenn er nochmal in LP Prozent reingeht, wäre es super. GSW ist auch gut. Widerstand, LP. Also es ist ein gutes Schild für den Champion, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir können hier nochmal die letzten Prozent rausholen, um einen hundertprozentigen kritischen Treffer zu haben. Sind aktuell die Werte fast 76.000 Leben, 184 GSW ist solide. Hier holen wir uns nochmal die letzten Prozent über den Handschuh. Wie gesagt, leider zu niedrig. 255, 196. Das ist ein guter, durchschnittlicher Champ. Das ist kein super Champ, er ist nicht super gebaut, aber er ist gut durchschnittlich. Ja. Ich will ihn ausprobieren. Mir fehlt bei den Orks nämlich noch in den Fraktionsgriften der Endboss. Ja. Ich habe mir heute auch noch einen Bergoth gebaut. Den hier, den habe ich mir heute auch noch gebaut. Bei Ritter Wiedergeburt fehlt mir auch noch der letzte Boss. Ein bisschen wenig Genauigkeit, finde ich. Crit Damage ist okay. Crit Quote könnte höher sein. GSW könnte hoch sein. Hat aber, wie ihr seht, auch noch keine Glyphen drin. Also da kann ich nacharbeiten. Will ich aber auch für den CVC aufheben. Genau. So. Und so viel mal meinerseits. Wir haben jetzt auch leider kein Event gehabt. Ist ein bisschen wasted. Das selber, weil im Event kriegt ihr natürlich nochmal Checkpoints. Aber nachdem ich morgen Orks habe in den Fraktionsgrüften, möchte ich natürlich gerne den Ork fertig haben. Und dann habe ich in 4 Tagen Ritter Wiedergeburt. Deswegen wollte ich den Bergoth fertig haben. Hab die 2 fertig gemacht. Ja, ansonsten seht ihr, Rest soweit ganz gut. Mir fehlen jetzt noch, das sind 17 Sterne für die Lydia, die ich unbedingt haben will. Die 17 Sterne sind Schattenwesen, ist mein ganz großes Manko. Also nicht 17 sind nicht in Schattenwesen, also hier sind es 3, da sind es 3. Und dann Schattenwesen noch, die wir in 2 Tagen öffnen. Da muss ich nochmal ein bisschen rumprobieren, dass ich nochmal vielleicht was hinkriege. Das muss ich mir anschauen. Genau. Ja, das ist so der Stand der Dinge für das Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, fragt, lasst uns gerne einen Kommentar, lasst uns gerne ein Like da. Jedes Follow hilft. Ihr findet uns auf Fargo Gaming, ihr findet uns im Discord. Links sind unten in der Beschreibung mit drinnen. Und ich bin euer Leomus. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Passt auf euch auf. Bis dann, meine Freunde.